Heute geht es mal wieder um Philosophie. Und ich möchte über einen Begriff sprechen, über den ich lange nachgedacht habe, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, auch im Rahmen meiner Beschäftigung mit der Quantentheorie, nämlich mit dem Begriff der Realität. Was ist eigentlich Realität oder was verstehen wir unter Realität? Also Fragen vom Typ, was ist, also diese ontologischen Fragen. Da sage ich ja immer, okay, das wird man vermutlich nie beantworten können, was Realität ist. Aber wir können zumindest erkenntnistheoretisch daran gehen und uns fragen, was kann man über Realität wissen? Und man kann sich überlegen, wie Realität entsteht, was Realität in unseren Augen ist, ja, also was wir unter Realität verstehen. Und dazu muss man sich überlegen, dass es vielleicht nicht nur eine Realität gibt, sondern vielleicht sogar viele Realitäten. Das hört sich jetzt nach schwerer Philosophie an, aber ich will das Ganze mal noch ein bisschen vereinfachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Wand hinter mir anschaue, dann sieht diese Wand natürlich weiß aus. Und wenn die Wand weiß aussieht, heißt das, die Wand ist weiß, oder? Ja, jetzt wird schon schwierig. Also, wenn ich diese Wand sehe, sieht sie nur deshalb für mich weiß aus, weil, und jetzt kommen wir wieder zu physikalischen Effekten, Licht reflektiert wird, und zwar in allen möglichen sichtbaren Wellenlängenbereichen im Wesentlichen, sodass ich dann die Wahrnehmung einer weißen Wand habe. Diese Wahrnehmung rührt aber daher, dass in meinem Auge Farbrezeptoren sind, zumindest für Rot, Grün und Blau, ja, sodass ich also zumindest trichromatisch sehen kann und ich habe dann wirklich die Möglichkeit, eine weiße Wand zu sehen, wenn nämlich die roten, die blauen und die grünen Rezeptoren entsprechend angeregt werden. So, jetzt wird es aber schwierig, wenn jetzt eine Biene hier in den Raum hereinkäme, weil eine Biene kann kein Rot sehen. Und wenn eine Biene kein Rot sehen kann, dann wird sie eine weiße Wand auch nicht weiß sehen, sondern die weiße Wand wird für die Biene vermutlich so aussehen, so ein bisschen blau-grün, vielleicht ein bisschen ins Violette verschoben, weil eine Biene kann ultraviolett sehen. Das können wir Menschen nicht. Und da stellt sich zugleich die Frage, wer von uns sieht denn jetzt die Realität? Wer sieht die echte Wand? Ist die Wand nun weiß oder ist sie so blau-grün mit ein bisschen violett? Und die Antwort ist die Fra auf die Frage ist natürlich niemand. Ja? Weder die Biene sieht die richtige Wand, noch ich sehe die richtige Wand. Und ein anderer Mensch, der zum Beispiel farbenblind ist, der würde auch nicht die gleiche Wand sehen. Und wenn zwei Menschen dasselbe sehen, dann heißt das noch lange nicht, dass das für diese Menschen gleich aussieht. Also ich weiß ja noch nicht mal, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel die Farbe Rot sehe, die für jemand anderen, zum Beispiel jetzt für den Zuseher, der dieses Video in diesem Moment sich anschaut, nicht so aussieht wie etwas, was ich blau nennen würde. Man kann sowas vielleicht nur durch eine Bewusstseinstransformation erfahren, also werden wir es nie erfahren. Und damit sind Farben schon mal etwas, was eigentlich sehr, sehr schwer in die Realität reinpasst. Also die Realität, sieht offenbar für unterschiedliche Wesen unterschiedlich aus. Also gibt es nicht die Realität. Man kann aber vielleicht sagen, es gibt sowas wie eine physikalische Realität. Eine physikalische Realität ist das, was ich mit Mitteln dieser Realität ausmessen kann. Wenn ich eine Geschwindigkeit messe, kann ich das tun mit Hilfe von Messgeräten, mit Hilfe von Maßstäben zum Beispiel und Uhren, die Teil der Realität sind, und dann messe ich eine bestimmte Geschwindigkeit aus. Ich kann bei der Reflexion des Lichtes die Frequenz des Lichtes messen und dieser Frequenz eine Farbe zuordnen. Und dann habe ich einen physikalischen Messvorgang gemacht. Ich messe dann allerdings die Realität mit Teilen der Realität aus. Und darüber habe ich bereits in dem Video über Wahrheit und Wirklichkeit gesprochen, dass ich dann nicht die volle Realität messe, sondern ich messe nur das, wie sich die Realität zeigt, wenn ich sie mit realen Messgeräten ausmesse. Das schränkt das Ganze natürlich schon ein bisschen ein. Und jetzt haben wir ein großes Problem, den Begriff Realität dann tatsächlich zu fassen. Ich habe eine physikalische Realität, die ich definieren kann als im Prinzip die Gesamtheit des, wie ich gerne sage, intrinsisch Messbaren.
Also die Gesamtheit all dessen, was ich messen kann mit Geräten, die Teil dieser physikalischen Realität sind. Und da sind wir wieder beim Messprozess. Klassischer Messprozess, quantenmechanischer Messprozess und ähnliches. Die Wahrnehmung physikalischer Realität ist aber offenbar etwas anderes. Unterschiedliche Wesen, haben wir eben gesehen, können unterschiedliche Wahrnehmungen der physikalischen Realität machen. Und das bedeutet, dass es offensichtlich eine andere Realitätsebene gibt, die mit der physikalischen Realitätsebene wechselwirkt, also nicht im physikalischen Sinne wechselwirkt, aber generell wechselwirkt, vielleicht auch ein bisschen im physikalischen Sinne, nämlich die Interpretationsebene physikalischer Realität. Wir interpretieren physikalische Realität in dem Sinne, dass wir Farben sehen, dass wir Geräusche hören, dass wir Gegenstände wahrnehmen, dass wir denken, dass wir materielle Gegenstände anfassen können, dass es da eine Wechselwirkung gibt, ne? Elektromagnetische Wechselwirkung verhindert, dass ich durch diese Tischplatte fassen kann, dass ich durch die Wand gehen kann und ähnliche Dinge. Das sind also zwei Ebenen der Realität, die hier eine Rolle spielen. Ich nenne diese die Realitätsebenen einmal der physikalischen Realität und einmal der Interpretation der physikalischen Realität durch ein Bewusstsein, durch ein individuelles Bewusstsein. Und jetzt kommt noch mehr dazu. Nehmen wir mal ein mathematisches Objekt, zum Beispiel einen Kreis. Gibt es Kreise in der physikalischen Realität? Also wenn man jetzt einen Zirkel nimmt und einen Kreis zeichnet, dann wird man relativ schnell feststellen, dass dieser Kreis eigentlich gar keiner ist. Weil wenn man den mit einem Zirkel zeichnet, dann wird man sehen, mit einer Lupe oder mit einem Mikroskop, dass da ganz viele Graphitstückchen verteilt sind irgendwo auf dem Papier und das keineswegs ein Kreis ist. Ein Kreis ist nämlich ein mathematisches Objekt. Und ein Kreis ist definiert als die Menge aller Punkte der Ebene, die von einem bestimmten festen Punkt, dem Mittelpunkt des Kreises, den gleichen Abstand haben. Diesen Abstand nennen wir dann den Radius des Kreises. Also im Prinzip ist der Kreis die Kreisperipherie, ja? Der Umkreis sozusagen. Und das wird als Kreis aufgefasst im Sinne dieser Definition. Kreise sind dann aber mathematische Objekte, die in der physikalischen Realität keine Rolle spielen. Es gibt keine Kreise in der physikalischen Realität. Es gibt auch keine Zahlen in der physikalischen Realität. Wo ist zum Beispiel die Zahl 5? Und die Zahl 5 macht eigentlich nur Sinn im Zusammenhang mit anderen Zahlen im Sinne einer mathematischen Realität. Und die mathematische Realität ist im Prinzip die Gesamtheit aller mathematischen Objekte und Beziehungen zwischen ihnen. Also da geht es wirklich um Beziehungen. Die Zahl 5 spielt keine Rolle, wenn nicht irgendwelche Beziehungen zu anderen Zahlen da irgendwie wichtig werden. Ja? Sodass also wirklich das eine Beziehung ist. Und die Wissenschaft der Mathematik ist nach meiner Auffassung die Wissenschaft von den relationalen Strukturen, also von Strukturen sind eigentlich immer relational, aber ich hebe das Relationale noch besonders hervor, also von den Beziehungsstrukturen abstrakter Objekte, wie zum Beispiel Kreisen, die nicht in der physikalischen Realität existieren, oder Zahlen, wobei die Objekte keine Rolle spielen, und dann auf Basis einer widerspruchsfreien Axiomatik. Und da kommt es ja noch viel dicker, man kann ja nicht mal die Widerspruchsfreiheit nachweisen. Ja, also wenn man ein vollständiges Axiomsystem haben möchte, ist es nicht widerspruchsfrei. Und wenn man ein widerspruchsfreies Axiomsystem hat, dann gibt es immer Sätze, die man dazu packen kann, oder Axiome auch, die man weiter dazu packen kann, die man auf Basis dieses Axiomsystems nicht beweisen kann. Das ist übrigens Inhalt des Gödel'schen Unvollständigkeitssatzes von 1931. Also auch die Mathematik macht Probleme, aber offensichtlich ist die Mathematik oder die mathematische Realität auch eine eigene Realitätsebene. Das ist schon die dritte, ja? Also mathematische Realität und physikalische Realität sind noch unterschiedliche Dinge. Der Grund, warum die physikalische Welt sich so gut mathematisch beschreiben lässt, die liegt vermutlich darin, dass das Bewusstsein, also unser individuelles Bewusstsein, diese Realitätsebene miteinander verbindet. Ebenso die Interpretationsebene der physikalischen Realität verbindet mit der physikalischen Realität. Und dann gibt es ja auch noch unsere Eigenwahrnehmung, unsere individuelle Realität. Zum Beispiel das, was wir nachts träumen.
Das, was wir träumen, erscheint uns nicht mehr so real, wenn wir wach werden. Also wenn wir dann wach werden, erscheint uns das, was wir geträumt haben, etwas weniger real. Und die wache Welt erscheint uns als die wahre Welt und realer zu sein als real. Aber wenn man zum Beispiel gewisse Drogen konsumiert, wie zum Beispiel DMT, Dimethyltryptamin, das ist also eine Droge, die ich selber natürlich noch nicht genommen habe, die auch nie, ich auch nicht nehmen würde, weil das Zeug scheint ganz schön gefährlich zu sein. Es ist also unter Aufsicht vom Psychologen genommen worden und die Probanden sagen einhellig, dass also die Realität, die sie dann wahrgenommen haben, waren teilweise an völlig anderen Orten, ja, teilweise am Rande des Universums und ähnliche Dinge, haben psychedelische Träume gehabt. Aber all das, was sie da wahrgenommen haben, erschien ihnen realer als die eigentliche Realität. Das Gleiche passiert bei Nahtoderfahrungen. Nahtoderfahrene sagen auch, dass die Welt, die sie da erlebt haben, dieser Tunnel, dieser Lichttunnel und alles, was dahinter war, ja, dass das realer war als die reale Welt. Also das, was wir als reale Welt oder Interpretationsebene physikalischer Realität bezeichnen würden. Und damit tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich sage, Träume sind nicht auch Realität. Also Träume sind durchaus auch Realität. Es ist aber dann die individuelle Realität eines Einzelnen, nämlich dessen, der da träumt. Und wenn wir nachts träumen, ja, jeder weiß das, dann kommt uns dieser Traum in dem Moment auch real vor. Auch wenn da Dinge passieren, die manchmal physikalisch nicht möglich sind oder wir auf einmal aus einem Raum rausgehen und an einem völlig anderen Ort sind. Solche Träume hat jeder sicherlich mal. Und diese Vorgänge in den Träumen nicht sehr konsistent sind. Aber es ist eben Teil der individuellen Realität eines Einzelnen. So, und jetzt haben wir schon vier verschiedene Realitätsebenen, die irgendwie durch Bewusstsein verknüpft wird. Und wenn, oder werden. Und wenn man Bewusstsein eigentlich als das Grundlegende annimmt, und wir erinnern uns vielleicht an das Video, als es um die Materie ging und um Bewusstsein ging, also Materie ist nicht Materie, und Bewusstsein als Fundament. In diesen beiden Videos gehe ich davon aus, dass Materie tatsächlich nicht wirklich existiert, sondern nur die Wechselwirkung dazwischen, nur die Beziehung eigentlich eine Rolle spielt und dass Bewusstsein etwas Fundamentales ist. Und insofern könnte man, wenn man eine Definition von Realität anstrebt, sagen, Realität ist alles, was von einem Bewusstsein wahrgenommen wird. Das heißt aber, dass Bewusstsein sozusagen in gewisser Weise Realität erschafft oder möglich macht. Ja? Realität ist immer Teil eines Bewusstseins. Und das ist natürlich nicht unbedingt ein individuelles Bewusstsein, sondern vielleicht so eine Art universelles Bewusstsein. Natürlich spekuliere ich jetzt hier philosophisch munter hin und her, aber was sich nicht bestreiten lässt, ist, dass es verschiedene Ebenen der Realität gibt, die irgendwie verknüpft werden müssen. Mathematische Realität, physikalische Realität, Interpretation physikalischer Realität, individuelle Realität und so weiter und so fort. Diese vier Realitätsebenen, vermutlich gibt es noch mehr oder man kann diese Realitätsebene noch in Unterebenen aufteilen. Diese Realitätsebenen, die können wir mit unserem Bewusstsein wahrnehmen. Und wenn das Bewusstsein das Grundlegende ist, können ja diese Realitätsebenen vielleicht Teile einer Art intrinsischen Simulation sein. So, jetzt habe ich hier munter philosophisch ein bisschen hin und her gesponnen. Bin schon gespannt auf die Reaktion. Vielleicht ist das alles Blödsinn, was ich jetzt erzählt habe, aber ein Funken Wahrheit steckt mit Sicherheit drin, weil viele Dinge lassen sich nicht bestreiten und dass wir vielleicht nie wirklich wissen werden, was Realität ist, das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was wir akzeptieren müssen. Wir können also nur versuchen, mit dem, was wir wahrnehmen, eine Definition von Realität zu geben, in der Hoffnung, dass wir einigermaßen an das, was die Realität wirklich ist, herankommen.